Ja, und weiter geht's. Mitten im Kreuzverhör von Lamy Roy und unser Armband reagiert. Naja, zuerst mal die neu hinzugefügte Aussage. Als mein Auftritt vorbei war, ging ich nur für einen Moment in den Backstage-Bereich. Ich habe nichts gesehen. Handletus Leiche lag hinter einer Wand. Nun gut, das ist die Aussage, in der wir das Armband einsetzen. Fokussieren! Und wir wenden unseren Blick in ihren, an ihren, na, Hals. Und wir stellen fest, dass sie in diesem Punkt, was die Leiche von Helletus betrifft, schwer schlucken muss. Aber warum? Herrn Letus Leiche, sagen Sie? Ja. Sie wissen mehr über den Tod von Herrn Letus, als Sie uns sagen. Was? Ich konnte sehen, wie Sie versucht haben, sich nicht zu erinnern. Aber bei dieser Anstrengung mussten Sie schlucken. Sie können meine Augen nicht austricksen. Stimmt. Es war ja so furchtbar. Warum musste Herr Letus erschossen werden? Einen Moment, Lamy Roy. Ja? Was haben Sie da gerade gesagt? Warum musste Herr Letus erschossen werden? Ja? Sie hat etwas verheimlicht. Ich hab's doch gewusst! Lamy Roy, ich fürchte, Sie haben es nicht bemerkt, aber... Ihre Worte von eben widersprechen Ihrer Aussage. Wie denn das? Nimm das! Lamy Roy hat Ihre Aussage widersprochen. Ich habe den Beweis dafür. Nämlich in Form des Geheimhaltungsvertrags. Kein Wort zu irgendjemanden. Auch nicht zu Lamy Roy. Aber sie hat davon gewusst. Nimm das! Sagen Sie, Lamy Roy. Woher wussten Sie, dass er erschossen wurde? Nun, ich... Sofort nach dem Vorfall wurde am Tatort eine Nachrichtensperre verhängt. Dieses Dokument beweist das. In Ihrer Aussage haben Sie dem Gericht gesagt, niemand hat mir etwas von dem Vorfall gesagt. Oh. Außerdem haben Sie ausgesagt, dass Sie nichts gesehen hätten. Dennoch wussten Sie, dass Herr Letus erschossen worden war. Wie konnten Sie das wissen? Lamy Roy! Sie verheimlichen den Bericht doch hoffentlich nichts! Dieser süße Song von ihr hat doch etwas zu süß geklungen. Oh, jetzt erinnere ich mich. Bitte, lassen Sie mich meine Aussage ergänzen. Natürlich. Uns interessiert nur eins, die Wahrheit. Sie sieht irgendwie blass aus, hm? Sie hat etwas gesehen, ich weiß es genau. Selbst das Opfer hat das gesagt. In der Wand waren Einschüsse, also war mir klar, dass Herr Letus erschossen wurde. So, Dingsbums. Zeigen wir... Gucken wir uns die Abbildung an und... So wie die Tür geöffnet werden kann, so konnte sie die Einschusslöcher nicht mal sehen. Lamy Roy, man nennt sie die Sirene der Balladen. Aber Lügen geziemen sich für ein solches Geschöpf nicht. Eine Abfuhr, die unserem Staatsanwalt alle Ehre macht, Herr Justice! Solche Abfuhren geziemen sich für dich nicht, Apollo. Hören Sie auf, Ihre Stirn zu polieren. Polieren Sie lieber Ihren Charakter, ja? Mann, warum darf ich nicht mal... Warum darf ich nicht mal auch mal cool sein? Sehen Sie sich die Abbildung an. Lamy Roy, Sie haben nur kurz durch die Tür geblickt. Richtig? Ja, das stimmt. In dem Raum waren Einschusslöcher, ja? Aber die waren doch genau in der Wand, an der auch die Tür ist.
Verstehen Sie? Angenommen, Sie haben nur kurz in den Raum geblickt. Dann hätten Sie diese Einschlüsse nicht sehen können. Namira! Ja? Ich fürchte, die Verteidigung hat da ein gutes Argument vorgebracht. Es scheint so, als hätten sie etwas verheimlicht. Und muss ich Ihnen das sagen? Ich muss Ihnen sagen, was ich gesehen habe. Ja! Die Vorkommnisse in diesem Prozess werden dokumentiert. Ich bin mir sicher, dass in Borginien darüber berichtet wird. Verstehe, dass Ihr guter Ruf auf dem Spiel steht. Ihn sollten Sie warnen. Ich finde ja, dass es absolut nichts bringt, sie ins Kreuzverhör zu nehmen. Aber sie weiß, wie Herr Letus gestorben ist. Und er hat sie als Zeugin genannt. Sie müssen etwas gesehen haben. Nun gut. Namira, bitte machen Sie mit Ihrer Aussage weiter. Na gut, dann will ich mal. Und die nächste Aussage. Ich war auf dem Weg von der Bühne zum Backstage-Ausgang. Dort war so etwas wie ein kleines Fenster. Da habe ich durchgeschaut. Es gab zwei Schüsse. Ich konnte es nicht verhindern. Aber Machi hat es nicht getan. Es war ein Erwachsener. Da bin ich mir absolut sicher. Sie waren also Augenzeugen der Tat! Und der Mörder war ein Erwachsener, sagen Sie? Ach, das hört sich jetzt zum ersten Mal, versichere ich Ihnen. Geschickt eingefädelt, Sterny. Nun gut, Herr Justice, wir dürfen mit dem Kreuzfahrer beginnen! Gut gemacht, Apollo, du hast recht mit Lamiroa. Was ist denn los? Du siehst nicht allzu glücklich aus. Die ganze Sache ist zweifelhaft. Das ist los. Kreuzverhör. Was ich sah. 2. Aber es ist wirklich etwas zu vage. Es soll ein Erwachsener gewesen sein, aber hä? Bitte mir. Ein Erwachsener, das ist schon etwas vage. Tut mir leid. Ich bin mit ihrer Sprache nicht so vertraut. Das weiß ich schon. Sicherlich konnten Sie aber erkennen, ob der Schütze ein Mann oder eine Frau war. Es war ein Mann. Ein Junge. Da sind Sie sich ganz sicher. Ja, seine Stimme war ganz klar zu hören. Stimme? Dieser Abbildung zufolge war es in der Garderobe ganz schön unordentlich. Wahrscheinlich hatten Sie deshalb keinen freien Blick auf den Schützen. Als Sängerin verlasse ich mich mehr auf meine Ohren als auf meine Augen. Wenn ich eine Stimme höre, vergesse ich sie nicht. Jede Stimme war die Stimme eines Mannes. Sie haben also eine Stimme gehört. Aber Moment mal. Hätte das nicht auch die Stimme von Herrn Letus, einem Opfer, gewesen sein können? Ganz gewiss nicht. Habe ich nicht eben gesagt, dass ich keine Stimme vergesse? Wenn da Herr Letus gesprochen hätte, wäre mir das aufgefallen. In der Tat! Wir standen also am Fenster und hörten die Stimme des Schützen, eines jungen Mannes! Apollo, das ist eine gute Aussage! Das beweist, dass Machi es nicht gewesen ist! In der Tat! Wenn sich das als wahr erweist, würde das ein anderes Licht auf den Fall werfen! Was hält die Verteidigung von Ihrer Aussage? Widersprüchlich. Auch wenn es mir weh tut, das zu sagen. Es gibt da etwas in der Aussage von Lamiroa, das irgendwie falsch klingt. Bravo, Sterny. Sie sind cooler, als ich dachte. Ich bin mir sicher, dass Sie sich auch gut daran erinnern, wo das Problem liegt, Gavin. Wie es festgestellt wurde, würde kein erwachsener Mann durch diesen Luftschacht passen. Er hätte nicht vom Tatort fliehen können. Aber das bedeutet, dass Lamiroa lügt. Ich weiß auch, dass das für den Fall schlecht ist, aber ich muss denen nachgeben. Glaub mir, der Gedanke war schon verlockend. Es ist so, wie Sterny gesagt hat. Allerdings ist das nicht der einzige Widerspruch in ihrer Aussage. Was denn noch? Was meint er denn jetzt?
Lamiroir, ich verstehe, warum Sie Marchi schützen möchten. Doch bedenken Sie, Sie sind die Sirene der Balladen. Und Lügen geziemen sich nicht für ein solches Geschöpf. Wo will die Anklage hinaus? Apollo, was meint er denn? Warum zuckt keiner mit der Wimper, wenn er so ein Zeug vom Stapel lässt? Seriously, das waren genau die Worte von Apollo. Ich kann mich sehr gut an den Zustand am Tatort erinnern. Den Zustand des Raums? Ja, und daran, dass zum Zeitpunkt der Tat dieses Fenster geschlossen war. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie durch das Fenster eine Stimme hören konnte. Was? Aber ich bin mir sicher. Lamiroir, ich habe den größten Respekt vor ihrem musikalischen Gespür. Aber meine Meinung von Ihnen als Zeugin ist nicht ganz so hoch. Aber sie ist die einzige Augenzeugin, die wir haben. Sie sagen es. Und das Opfer hat sie, die Sirene, als Zeugin genannt? Das ist richtig! Das hat Herr Letus getan! Wir haben ihre Behauptung gehört. Wir haben sie sogar in Betracht gezogen. Und jetzt sind wir hier, Herr Richter. Ja! Die Anklage beantragt, dass die Zeugin entlassen wird. Bitte. Ich fürchte, ich muss der Bitte der Anklage nachkommen. Glaubwürdigkeit der Zeugin ist wirklich zu bezweifeln. Aber wenn Lamiroir nicht aussagen darf, dann haben wir keine Chance, Marchis Unschuld zu beweisen. Das Kreuzfeuer ist beendet. Staatsanwalt Gavin, Sie dürfen Ihren Fall weiter vorfragen. Danke. Nun, wo waren wir? Ach ja, ich würde gern nochmal das Fräulein Inspektor befragen. Moment, lassen Sie mich noch ein letztes Mal die Aussage von Lamiroir anhören. Und das Kreuzfeuer ist schon beendet. Bis zu einem Zeitpunkt, an dem sie wieder benötigt wird, darf die Zeuge den Zeugenstand verlassen. Es tut mir leid, dass ich keine größere Hilfe war. Das ist schlecht. Endlich sind wir wieder im richtigen Prozess zurück. Sind Sie bereit, Stirny? Ich hoffe, ich habe eben nicht meine einzige Chance verpasst. Fräulein Inspektorin, wie weit waren wir, als wir zu Rüde unterbrochen wurden? Fragen Sie mich nicht! Es gefällt mir nicht, wenn ich dasselbe zweimal sagen muss. Und ich wiederhole nicht mal einen Song bei der Zugabe. Wenn Sie so nett, Frau Sky! Ich glaube, ich habe gesagt, dass der Mörder von Letus nur durch den Luftschacht in der Decke entkommen konnte. Ach ja! Es gab ja nur eine Tür zu einem Raum. Und eine Zeugin, sie stand vor der Tür. Diese Lüftungsöffnung ist nicht besonders groß, okay? Das schränkt den verdächtigen Personenkreis auf Leute ein, die da durchpassen. Mir würde das sicherlich schwerfallen. Ja, das würde es. Aber die waren ja sowieso nicht vor Ort. Der gesamte Backstage-Bereich war für Leute gesperrt, die am Konzert nicht beteiligt waren. Der Einzige, der deshalb als Mörder in Frage kommt, ist der Angeklagte. Welch virtuose Darbietung. Das hätte ich selber nicht besser formulieren können. Sie hat das wirklich sehr klar deutlich gemacht. Allerdings ist mir beim Lesen des Berichts etwas aufgefallen. Und das wäre? Die Umstände der Festnahme des Angeklagten. Die Umstände? Zustände, Umstände, hier wiederholt sich alles. Das stimmt, Apollo. Erinnerst du dich, wie wir Marchi gefunden haben? Das war schon sehr merkwürdig. Sie hat recht. Warum ist der Leichnam von Herrn Letus aus dem Raum verschwunden? Und dann auf diesem Bühnenturm gelandet? Und das auch noch mit einer Gitarre in den Händen? Eine sehr aufmerksame Beobachtung, Herr Richter. Oh, danke! Das war eher zufällig, wirklich! Aber man arbeitet ja schließlich schon lange genug in diesem Job. Da entwickelt man ein Näschen für sowas. Der Richter ist ja richtig zufrieden mit sich selbst. Na, kann er auch. Nun gut, Fräulein Inspektorin. Vielleicht können Sie uns die offenen Fragen beantworten. Warum wurde die Leiche bewegt? Und wie führt uns das zum Mörder?
Ach ja, und jetzt wieder zu dieser Stelle. Ich glaube, Machi hat die Leiche wegen eines Songtexts gestohlen. Er hat die Leiche passend zu einem von Lamiroirs Songs bewegt. Niemand in diesem Land hat ein Motiv für den Mord an dem Opfer. Und Machi hat praktisch seine Unterschrift am Tatort hinterlassen. All diese Beweise deuten klar auf den Angeklagten hin. Lamiroirs Song? Ja, die Gitarrenserenade. Sie haben den vorhandenen Code auch bemerkt, oder? Den Code? Alle Ereignisse an jedem Tag werden in diesem Song beschrieben. Als erstes wurde die Schlüssel gestohlen, die mein Herz so festhielt. Dann ging Staatsanwalt Gavins Gitarre auf der Bühne in Flammen auf. Eine Kugel raubte Herrn Letus das Leben. Den Rest muss ich wohl kaum erklären. Guitar, up together to the sky. Das ist verrückt! Das klingt ja wie ein Märchen! Zugegeben, ich hatte den Song total vergessen. Aber da war er. Wartete auf mich. Auf das große Finale. Hey, du weißt doch, dass ich diejenige war, die das zuerst aufgefallen war. Ich habe ja gehört, dass man zu Liedern Seil springt oder Abzählreime aufsagt. Aber morden? Die Welt da draußen ist rücksichtslos, Herr Richter. Na schön, das war nur ein Lied und ein Tanz und jetzt machen wir weiter mit dem Kreuzverhör. Ich bin mir nicht sicher, ob ich viel singen werde. Kreuzverhör. Verschwundene Leiche. Aber in gewisser Weise leiten wir jetzt wieder unser eigenes kleines Konzert. Und Dingsbums. Der Refrain von diesem Song ist... in diesem Fall... Moment mal! Was meinen Sie mit seiner Unterschrift? Die Einschusslöcher in der Wand natürlich. Die Einschusslöcher? Der Revolver ist zweimal abgefeuert worden. Ein Schuss ging daneben und hinterließ ein Loch in der Wand. Was soll das genau heißen? Diese Garderobe ist nicht wirklich geräumig. Stellen Sie sich vor, wie sich der Schütze und das Opfer gegenüberstehen. Der Abstand kann nicht größer als 1,5 Meter gewesen sein. Es wäre schwierig, ja fast schon unmöglich, auf diese Entfernung zu verfehlen. Es wäre also schwierig zu verfehlen, richtig? Äußerst schwierig. Wenn man davon ausgeht, dass der Schütze genau zielen konnte. Nein, das können Sie nicht ernsthaft meinen! Machi, er kann nicht sehen! Hat er deshalb daneben geschossen? Das ist die einzige Erklärung, die logisch erscheint. Er verließ sich auf sein Gehör und die anderen Sinne, um den Revolver abzufeuern. Kläglich abzufeuern. Das erinnert mich daran, dass zu dem Zeitpunkt Musik aus dem Monitor im Raum dröhnte, ja? Das sind wohl kaum ideale Bedingungen, sich nach dem Gehör zu orientieren. Ein blinder Schütze! Kein Wunder, dass er nicht getroffen hat! Ich wusste, dass mir diese Einschusslöcher noch Probleme bereiten würden. Dumm. Denk nach, Justice! Was soll ich jetzt tun? Nö, nichts zurücklehnen. Sicher, es gab Einschusslöcher in der Wand. Aber das beweist nicht, dass der Schütze nicht sehen konnte. Oh, wieso? Nun, es könnte zu einem Kampf mit dem Opfer gekommen sein. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Und der Revolver hätte daran schuld sein können. Revolver? Der Revolver hatte ein sehr großes Kaliber, richtig? Wenn der Schütze mit dem Umgang einer so großen Waffe nicht vertraut war. Richtig, dann hätte sie seine Schulter ausrenken können. Genau. Wie Sie sehen können, ist der Angeklagte, Machi Tobaye, sehr klein. Es ist leicht vorstellbar, wie er den Revolver abfeuert und nicht trifft. Alleine durch den Rückstoß hätte er sein Ziel verfehlt. Wirklich überzeugendes Argument! Haha, nimm das, selbstgefällige Anklage! Apollo? Hä? Was? Der Teil mit dem, was Machi klein ist. Und der Revolver, der das Ziel verfehlt. Gibst du so nicht,
irgendwie zu, dass er es getan hat? Oh. Es ist völlig unwichtig, warum es er nicht getroffen hat. Wichtig ist nur, dass der Schütze ohne Zweifel der Angeklagte war. Sogar die Verteidigung scheint diesem Punkt zuzustimmen. Ach je, das ging ja wieder voll nach hinten los. Aber jetzt sollten wir diese Fakten zu Protokoll bringen. Wenn Sie so freundlich wären, Fräulein Inspektorin. Na schön, die Zeuge fügt das bitte Ihrer Aussage hinzu. Jawohl. Durch die Umstände am Tatort gehe ich davon aus, dass der Schütze blind war. Ah ja. Durch die Umstände. Dingsbums. Naja, bevor wir jetzt den nächsten Beweis präsentieren, sehe ich gerade, die Zeit ist erstmal wieder um. Kurze Pause und dann geht's weiter. See ya, guys.